Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und heute sind wir mal zu Gast bei der Motor World Classic in Berlin. So, hier haben wir jetzt mal ein typisches Beispiel, was ich euch gerne mal zeigen kann, was man nicht macht, wenn man ein Showcar ausstellt. Das Auto ist sehr staubig und dann nehmen viele einen Staubwedel und versuchen ihn abzuwischen und man sieht ganz gut da drauf, er ist total zerkratzt. Das ist natürlich jetzt nur eine Spekulation, dass es daher rührt, aber diese Staubwedel sind echt tückisch. Also wenn ihr mal ein Auto jetzt auf einer Show habt, dann würde ich euch empfehlen, nehmt euch ein Mikrofasertuch und einen Detailer mit, damit könnt ihr Staub besser entfernen als mit so einem Staubwedel. Tja, bei dem Auto braucht ihr eine Menge Metallpolitur. So, bei diesem schönen Porsche sehen wir jetzt hier so ein bisschen im Licht, haben wir gerade mal zufällig entdeckt, da wurde nachlackiert, also mit einem Lackstift nachgetupft, kann man schön eine Orangenhaut erkennen. Oberflächlich kaum zu erkennen, aber wenn man nah rangeht, sieht man es doch. Wir sind jetzt hier bei dem Stand von Herrenfahrt. Den werden wir mal kurz einen Besuch abstatten. Mal ein, zwei Fragen stellen. Vielleicht können Sie uns ein paar Sachen zeigen. Kommt mal kurz mit. Hi, darf ich euch kurz mal stören? Natürlich. Hi, ich bin der Nico. Hi. Hallo. Hi. Hi. Mal kurz ein paar Fragen zur Herrenfahrt. Ihr seid ja doch ein bisschen, sag mal, von eurem ganzen Auftreten ein bisschen anders als der Rest der Branche. Ich denke, das ist positiv. Auf jeden Fall positiv. Was macht euch jetzt mal so aus in zwei Sätzen vielleicht? In zwei Sätzen. Wir haben eine Mission, dass wir eine gewisse Tradition, eine gewisse Passion mit in die Autopflege transportieren möchten. Das heißt, unsere Produkte sind nicht nur einfach anzuwenden und für jedermann so, dass man auch wirklich Freude an den Produkten hat, sondern sie sind auch optisch sehr ansprechend und vor allem auch alles made in Germany und ja, qualitativ hochwertig, wie das eigentlich auch sein soll, wenn man sich viel Zeit nimmt. Okay, alles made in Germany. Stellt ihr die Produkte alle selbst her oder ist da mehr so ein Mischmasch von verschiedenen Herstellern? Also das Kernstück unserer Serie, das kochen wir selbst. Das machen tatsächlich also wir vier Kernmitarbeiter sozusagen freitagnachmittags in einem Labor und kochen das wirklich in einem großen Kochtopf. Und wir haben uns da eine kleine Serie zusammengestellt und sind jetzt gerade dabei, so nach und nach wirklich eigene Rezepturen mit reinzubringen. Das heißt, wir verbessern das Ganze stetig und machen da dann unser komplett eigenes Ding draus. Okay, also Wachs ist euer Kernstück. Dann beschreibt doch mal das Wachs ein bisschen, bitte. Unser Wachs ist ein Hybridwachs mit Canauba, reinem T1-Canauba. Das heißt, es ist das reinste, was es an dem Canauba-Wachs gibt. Und da sind Teflon-Acryl-Komponenten mit drin. Das bedeutet, das macht es besonders witterungsbeständig und wir garantieren eine Standzeit von bis zu 10 Monaten. Das heißt, und es hat einen wunderbaren Tiefenglanz, wurde uns diverse Male immer wieder netterweise sogar mit Bildmaterial belegt. Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal spannend. Ich meine, wir müssen euch ja nichts vormachen. Herrenfahrt findet ihr auch bei uns im Shop. Wir sind natürlich selbst überzeugt von der Produktlinie. Wir gehen trotzdem mal kurz rüber. Stell uns doch noch mal kurz mal bitte so ein bisschen diese Pakete hier vor, die auch spannend verpackt sind.
Genau, also wir haben hier einmal unsere komplette Kollektion, das heißt, es ist unsere Premium-Kollektion. Da haben wir alle 11 Produkte, die wir haben, mit drin. Das bedeutet, damit kann man eine komplette Aufbereitung per Hand vornehmen bei sich zu Hause. Genau, also zu jeder Kollektion, zu unseren Holzkollektionen, haben wir immer noch einen Zubehörbeutel. Das heißt, da ist wirklich immer alles drin und man kann eigentlich direkt loslegen. Soll ich da einfach nochmal zu den einzelnen Schritten nochmal kurz was sagen? Oder? Ja, mal einen kurzen Abriss. Ja, nee, wir machen ruhig mal einen kurzen Abriss. Genau, also im Prinzip geht es einmal darum, das Fahrzeug mit der Hand zu waschen. Dafür ist die Waschessenz da. Ansonsten haben wir als nächsten Schritt, wenn es dann der gröbste Schmutz beseitigt ist, hier das Reinigungsextrakt zusammen mit der Reinigungsknete. Das ist hervorragend, um wirklich die hartnäckigen Bestandteile nochmal zu entfernen. Das heißt Baumharz, Mückenreste, also alles, was wirklich schwer abgeht. Danach ist der Lack dann so weit, dass man das Ganze polieren kann. Wir haben eine sehr leicht abrasive Politur. Das bedeutet, man kann auch eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Und nach und nach brechen sogar die einzelnen Bestandteile auf. Das heißt, sie wird immer feiner mit der Anwendung. Genau, daraufhin kommt dann das Wachs ins Spiel. Das trägt man ganz einfach auf mit dem Wachspuck, lässt das so 20 bis 30 Minuten einwirken und kann es dann abnehmen. Und somit ist der Lack dann quasi perfekt versiegelt. Für zwischendurch haben wir da zum Beispiel noch die Schnellversiegelung. Das heißt, wenn man das Ganze nochmal kurz auffrischen möchte, das Fahrzeug soll nochmal vernünftig dastehen, hat vielleicht ein bisschen Staub abbekommen. So ganz kleine Verunreinigungen, also vielleicht Ablagerungen, sind vollkommen in Ordnung. Niemals trocken drüber wischen. Und genau, damit hat man das dann nochmal auf die Schnelle versiegelt. Niemals trocken drüber wischen. Ja, ihr erinnert euch an den Porsche vorhin, weil ich gesagt habe, also wir sprechen eine Sprache. Auf jeden Fall wissen wir, wovon wir sprechen. Ja, dann macht weiter so, wie ihr seid und erweitert eure Kollektion. Wir freuen uns drauf. Bis zum Fahrschein. Tschüss. Ciao. So, wir sind jetzt hier am Ende der Messe. War eine sehr schöne Ausstellung. Schöne alte Autos haben wir gesehen, gepflegte Autos, weniger gepflegte Autos, alles war dabei. Wir freuen uns, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Wir verabschieden uns hier aus dem Sommergarten vom Berliner Messegelände. Besucht unsere Social Media Präsenzen wie immer: Facebook, YouTube, Instagram und Twitter. Besucht unsere Internetseite autolack-affen.de. Besucht unseren Shop autolackaffen-shop.de. Besucht unsere Freunde von Herrenfahrt, herrenfahrt.com. Wir sehen uns das nächste Mal. Bleibt sauber, eure Autolackaffen.